Mein magisches Haustier Morphin kann sich in alles verwandeln, was ich will. Und da habe ich die schönste Blume meines Straußes gefunden. Echt schade, dass ich sie nicht ins Wasser gestellt habe. Wundervoll. Ich meine die Geschichte. Schade um die Blumen. Als nächstes erzählt von ihrem Wochenende Mila. Juhu! Mein Wochenende hat friedlich angefangen. Ich spielte gerade mit Morphel, als plötzlich... Mila, wie schrecklich! Asteroiden werden die Stadt treffen und wir müssen sie aufhalten. Klingt nach Ärger. Morphel, verwandle dich in einen Riesenroboter. Morphel, verwende Super-Mega-Schlag. Du bist mein Held. Meine auch. Das ist super. Morphel ist so cool. Klingt nach einem spannenden Wochenende, Mila. Wer ist jetzt dran? Oh, ich fange gerade erst an. Oh, Mila, die Banditen haben einen riesigen Drachen. Jetzt kann ich sie auf keinen Fall festnehmen. Morphel, verwandle dich wieder in einen Roboter. Wärmen wir sie ein bisschen auf. Nimm das Super-Ultra-Hitzeschild, Morphel. Auf keinen Fall! Nein! Du dämlicher Drache! Mein Held! Das wird ja immer besser. Hey, bist du sicher, dass das wirklich so passiert ist, Mila? Na klar doch. Und ich bin noch nicht fertig. Und das Hitzeschild. Klasse. Der Drache zittert bestimmt irgendwo in seiner Höhle. Hey, warte. Das ist mein Auto. Morphel? Roboter! Ihn retten, Morphel. Super-Mega-Autozerstörung. Tut mir leid, Mila, aber lila Weltraumhäschen? Wirklich? Na, das habe ich doch gesehen. Pause, Kinder. Oh, Kinder heutzutage. So eine lebhafte Fantasie. Yeah. Morphel, verwandle dich in ein Auto. Guck mal, Morphel, das ist unser Picknickkorb. Dort werden wir unser Picknick machen. Yay, Picknick!
aus wie der perfekte Platz. Komm, wir machen alles fertig. Jetzt ist es Zeit zu essen. Ja, Morphe, hungrig. Oh nein, es regnet. Schnell, pack das Picknick ein. Waffel hungrig. Ich habe eine Idee. Über den Wolken. Hey, da ist das Wolkenmonster. Es weint. Deshalb regnet es. Oh, was ist los, Wolkenmonster? Ich bin so einsam. Wolkenmonster, Picknick! Ja, du kannst mit uns picknicken. Wirklich? Oh, lass uns auch im Wasser spielen. Morphle, verwandle dich in einen Hai. Das muss die beste Welle aller Zeiten sein. Hey! Keine Angst, das ist nur Morphle. Puh, hallo, Morphle. Aber seht euch das an, Leute. Tada! Oh, wow. Lass uns auch einen Trick versuchen, Morphle. Super! Genial! Das hat so viel Spaß gemacht. Ja, die Wellen sind heute toll. Sie sind ungewöhnlich groß. Vorsicht da unten! Hey Leute, das war tolles Surfen. Surfen? Wir haben nicht gesurft. Wir waren auf der Flucht vor einem riesigen Monster, das diese Welle verursacht hat. Es wollte uns verschlingen. Aber wir werden nicht als Piraten-Sandwich enden. Nein, auf keinen Fall. Seid ihr sicher, dass das ein Monster war? Nennst du mich einen Lügner? Ich schwöre auf das Holzbein meines Vaters. Papa, können Morphle und ich das mal anschauen? Na gut. Aber Morphle, du musst Mila sehr gut beschützen. Morphle, tut das. Verrückte. Keine Welle. Monster hat Angst.
Vielleicht wollte es uns doch nicht fressen. Hab keine Angst, Seemonster. Wir wollen dir nicht wehtun. Oh, hast du nur die Piraten mit Wellen nass gespritzt, weil du Freunde zum Spielen wolltest? Mila, Morphe, es ist Zeit, nach Hause zu kommen. Warum kommst du nicht mit uns und lernst Papa kennen? Er liebt magische Tiere. Jetzt, wo die Wellen weg sind, braucht ihr die nicht mehr. Nicht cool, Mr. McBart-Gesicht. Oh nein, wir müssen sie aufhalten, Morphel. Cool. Ah, du bist also das große böse Monster, das all den Ärger gemacht hat. Aber ich glaube, die Kraft, Wellen zu machen, wird sich für die Surfer als sehr nützlich erweisen. Ganz bestimmt! Wuhu! Danke! Der Wald ist voll mit vielen unterschiedlichen Tieren. Nein, 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 es gibt keine Tiger im Wald. Tiger leben im Dschungel. Aber Bienen und Ameisen leben hier und kleine Hasen. Im Wald. Sie leben in den Ebenen Australiens. Wow, ist das ein Fuchs? Ja, Sarah, das ist ein sehr schöner kleiner Fuchs. Affe! Nein, nein, nein! Es gibt keine Affen im Wald. Du wirst hier nie einen Affen rumlaufen sehen. Schau! Diese frechen Affen sind aus dem Zoo entwischt, als ich sie gerade baden wollte. Wie werde ich sie jemals in diesem Wald finden? Keine Sorge, Zoowärter Kenneth. Ich glaube, wir können helfen. Ein Papagei? Ah, da ist der Erste. Ein Hund? Und der Zweite? Ein
ein Krokodil? Und da ist der dritte. Tut mir leid, dass ihr baden müsst. Aber wie wär's mit Eiscreme, wenn ihr sauber seid? Affen in diesem Wald. Man glaubt es kaum. Ich glaube, nahezu jedes Tier könnte hier im Wald auftauchen, sobald Morphe in der Nähe ist. Morphe, verwandle dich in einen Delfin. Lasst uns das Spiel noch besser machen. Aquilly, könntest du einen coolen Wasserstrahl in Ringform machen? Oh, wow! Das ist so cool! Lasst uns reinspringen! Los geht's! Aquilly, kannst du den Wasserstrom zum Ball lenken? An Land schwimmen? Unmöglich. Morphle haben. Hey, Milan, Morphle, ihr habt ja ein tolles magisches Haustier da. Das ist Aquilly. Und es kann die besten Wasserströme machen. Echt krass. Wir wollten in die Stadt Eis essen gehen. Aber es wäre viel cooler, wenn wir hinsurfen könnten. Hey, Aquilly, willst du einen Wasserstrom durch die Stadt leiten? Alle einsteigen! Hündchen. Oh, und hallo, Dame. Das sieht nach so viel Spaß aus. Kannst du sie mitnehmen? Zurück, ihr Banditen. Aquilly, kannst du den Wasserstrom näher an die Straße lenken, sodass wir sie fangen können? Wir müssen hier raussteigen. Das geht nicht. Unser Banditenmobil ist kaputt. Sieht aus, als würdet ihr feststecken. Genießt die Fahrt. Was für ein schrecklicher Tag. Ich habe noch keine einzige Kunde gehabt.
Ich hoffe, du hast genug Eis, denn wir sind alle sehr hungrig. Ja, ja, natürlich. Ich habe so viele Sorten. Zum Beispiel Zitrone, Erdbeere, Schokolade, Banane, Joghurt, Ananas und meine Lieblingssorte Holz. Ach, du hast uns schon wieder geschnappt. Bringen Sie uns jetzt ins Gefängnis? Ja, schon. Aber wollt ihr erst mal Eis essen? Oh ja, und wenn ihr es gerne scharf mögt, habe ich Tortes Jalapeno-Pfeffer-Überraschung. Oder es wird eure Nebenhöhlen freimachen, das sage ich euch. Gute Neuigkeiten, Mila und Morphle. Ich habe gerade mit deinem Vater telefoniert und er wird schon in 2 Tagen zurückkommen. Wie wunderbar. Wir hatten ja so viel Spaß bei dir zu wohnen, Onkel Wilfred. Aber wir vermissen Papa. Keine Sorge. Er wird im Handumdrehen hier sein. Gute Nacht, Onkel Wilfred. Gute Nacht, Mila und Morphle. Schlaf gut, Onkel Wilfred. Wo ist mein Haus? Was ist hier los? Das ist nicht meine Straße. Ah, Mila, Morphle, hier ist etwas Seltsames passiert. Ein paar dieser Häuser haben sich über Nacht bewegt. Kannst du und Morphle sie zurückbringen? Na sicher, Onkel Wilfred. Morphle, verwandle dich in einen Helikopter. Warte!
bist unser Haus. Warum bist du hier? Du hast nach uns gesucht? Hast du uns vermisst? Oh, Entschuldigung, dass wir bei Onkel Wilfred waren. Aber Papa kommt bald wieder und dann werden wir auch wieder zurück sein. Komm, wir bringen dich zu unserer Straße wieder zurück. Seid ihr noch so spät auf? Solltet ihr nicht im Bett sein? Wir sollten. Aber alle Häuser in der Stadt wandern umher wegen des grünen Rauchs. Oh je, wir haben diesen Trank für unser Haus gebraut. Wir wussten nicht, dass der Rauch so stark sein würde. Aber jetzt ist er fertig. Seht euch an, was er kann. Hallo allerseits. Wow! Hallo, Mr. House. Mr. House, könnten Sie unsere Freundin nach Hause bringen? Ich glaube, Sie hatten genug Aufregung für eine Nacht. Es ist mir ein Vergnügen. Bin ich verrückt? Oder bist du gerade noch herumgewandert? Papa, du bist zurück! Wir haben dich vermisst! Ah, Mila, Morphel, wie schön, euch wiederzusehen. Aber was macht ihr noch auf so spät? Auweia! Also, wir gehen. Schlaft gut! Gute Nacht! Wiedersehen! Wiedersehen! Also, Mila, es sieht so aus, als hättest du genug Abenteuer gehabt, während ich weg war. Das hatten wir. Aber jetzt lass uns schnell ins Haus, damit es uns nicht mehr so sehr vermisst. Gestohlen und es ist da lang. Oh, das klingt übel. Morphe, Morphe in einen Roboter. Hey, was ist das? Mila, Morphe, ein Monster hat mein Geschäft ausgeraubt.
Es ist entlang. Wir kümmern uns drum. Hey, wo kommt dieses Geld her? Mal sehen, wie es meinen Hühnern geht. Ich bin hier weg. Mila, Morphel, ein riesiges Monster hat meine Eier gestohlen. Was soll ich nur tun? Was soll ich nur tun? Hey! War das Geld schon vorher da? Nein! Nein, war es nicht! Yippie-Doo! Gutes Bargeld! Ich glaube, das Monster hat es da gelassen. Vielleicht hat es ja gar nicht geklaut. Schau, Morphe, eine Spur. Was glaubst du? Wofür braucht es wohl die ganzen Lebensmittel? Morphe weiß nicht. Ah, schau. Für einen Geburtstagskuchen. Hast du das gehört? Diese wertvollen Güter werden bald uns gehören, den Eisenbahnbanditen. Oh nein! Sieh mal, Morphe! Morphe, verwandle die Gleise in ein Looping. Und Sarah, ich bin so froh, euch zu sehen. Könnt ihr euren tollen Zug benutzen, um diese Pinguine zu einem Besuch bei ihren Freunden im Delfinarium zu bringen? Klar! Springt ruhig in den Zug hinein, Pinguine. Morphel und Sarah, ich bin gerade auf dem Weg zu einem großen Monster-Truck-Rennen. Warum steigst du nicht mit ein? Wir bringen dich dahin. Wirklich? Vielen Dank.
erwarten, ihm das hier zu geben. Es ist sehr wertvoll. Endlich! Die wertvollen Güter gehören uns! Jungs, kommt jetzt mit mir mit. Ha, nicht in meiner Stadt. Ich kann es kaum erwarten, den Weihnachtsbaum für die Weihnachtsfeier dieses Jahr zu sehen. Weihnachtsfeier! Apfelweihnachtsbaum! Oh, jemand hat schon einen Weihnachtsbaum aufgestellt. Du kannst ihn zurück in den Wald bringen, Lawrence. Wir brauchen ihn nicht. Wunderbar. Die Geschenke und das Essen sind schon da. Jetzt muss ich nur noch den Baum schmücken. Mal sehen. Baum, langweilig! Ha! Affe, Verstecken spielen! Hä? Was ist? Was machst du da, Affe? Party! 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 Was ist hier passiert, Herr Bürgermeister? Der Weihnachtsbaum ist verschwunden und dieser Affe hat alles andere mitgenommen. Muffel und ich werden alles zurückholen. Dankeschön, aber beeilt euch, die Feier fängt bald an. Muffel, verwandle dich in einen Hund, dann kannst du riechen, wo das Essen ist. Willst du mit uns kommen, Animi? Essen! Kannst du deine magischen Kräfte verwenden, um sie zum Leben zu erwecken? Jetzt können sie selbst zur Feier zurücklaufen. Wow! Los, finden wir die Geschenke. Mila, komm mal! Ein Geschenk und noch ein. Bist du? Weihnachtsgeschenke! Jetzt müssen wir nur noch einen Weihnachtsbaum finden. Ich hoffe wirklich, dass Mila und Morphe einen Baum mitbringen, denn ohne einen Weihnachtsbaum können wir keine Weihnachtsfeier haben. Keine Feier? Oh nein! Morphe, nimm Baum! Ja. Denn er kann selbst zurücklaufen. Animi? Wir können ihn im Laufen schmücken. Los geht's. Sie haben es nicht geschafft. Die Feier ist vermasselt. Guck mal. Wow. Fantastisch. Ihr habt die Weihnachtsfeier gerettet. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Mich besiegt, Herr Archin. Ja,
Artchen gewinnt wieder. Herr Artchen Superheld. Ich wünschte, ich wäre eine echte Superheldin. Okay, Mila Superheldin. Ich habe keine Superkräfte. Du bist albern, Morphle. Morphle hat... Jetzt Mila Superheldin. Wow, danke, Morphle. Du! Oh nein! Komm zurück, Bella. Mila, die Superheldin, wird Bella für dich zurückholen. Mila, die Superheldin, wird deinen Wagen aufhalten. Keine Sorge. Danke, Mila. Ihr habt meine Eiswagen gestoppt. Vielen, vielen Dank, Mila, die Superheldin. Keine Ursache, Sir. Das ist, was Superheldinnen tun. Mila, schau mal. Noch einmal, Jörn. Okay, Stein. Ja! Fahr weg, Jörn! Aber wir stecken fest! Ja! Es ist so schwer! Danke, Mila, die Superheldin. Ja! Superhelden helfen Menschen. Aber wisst ihr, was sie auch tun? Nein, was tun sie auch? Sie stecken Banditen ins Gefängnis. Hallo, Papa! Wir zurück! Hi, Mila und... Morphle, du bist so schmutzig. Was habt ihr gemacht? Also, zuerst haben wir eine Dame getroffen, die uns gefragt hat, ob wir ihr helfen könnten, ihren Hut zu finden. Ich hab meinen Hut verloren. Könnt ihr mir suchen helfen? Morphle hat sich in einen Suchhund verwandelt und hat überall nach dem Hut gesucht. Morphle hat gefunden Hut. Ja, die Dame war so glücklich, als Morphle ihr den Hut gebracht hat. Und dann haben wir Mechaniker Joe getroffen. Morphle, ich brauche deine Hilfe. Mein Abschleppwagen ist kaputt. Morphle verwandelt sich in einen Elefanten. Und in einen Tiger.
Roboter. Danke dir, Morphel. Hättet ihr das Auto nicht abschleppen können? Oh, ja. Aber Bauarbeiter Lawrence! Dann hat Bauarbeiter Lawrence uns um Hilfe gebeten. Ich hab meinen Bohrer auf dem Gebäude vergessen. Morphel-Kran! Die Baustelle war sehr, sehr schlammig. Danke dir, Morphel. Gut gemacht, Morphel. Aber jetzt brauchst du dringend ein Bad. Bad? Morphel, ich mag Bad. Morphel, komm zurück. Hier, Morphel, es ist nur ein Bad. Bad? Morphel, ich mag Bad. Hab dich. Oh. Da bist du. Oh, oh. Komm schon, Morphe. Es ist nur ein Bad. Nein. Hab dich. Nein, Morphe mag kein Bad. Nein, Morphe mag kein Bad. Ich helf dir, Papa. Nun, wenigstens nimmt Morphel jetzt auch ein Bad. Morphel mag Bad! Was? Jetzt gefällt es dir? Mein Klebemobil ist weg.
vergessen. Eiscreme! Onkel John bezahlt. Ich habe kein Geld, Winston. Ich dachte, du hast welches. Wenn du kein Geld hast, musst du den Eiswagen klauen. Ich will Eis. Komm schnell, aus deinem Wagen leckt überall Schokoladensoße. Oh, meine arme Eiswagen. Morphle, verwandle dich in ein... Oh! Mila! Eiscreme! Jemand durstig? Ich habe ganz viel frischen Apfelsaft vom Bauernhof mitgebracht. Papa, die Banditen haben den Eiswagen geklaut und Morphle ist drin. Los, holen wir ihn zurück. Ich glaube, wir brauchen die Hilfe eines magischen Haustiers. Gruff! Yay! Er kann Sachen hochheben. Da sind sie. Morphle, wir kommen! Gruff, heb uns über den Fluss! Ausverkauft! Oh nein! Es gibt keine Eise mehr und allen ist es sehr heiß! Ich habe eine Idee. Papa, können wir deinen Apfelsaft mit ihnen teilen? Klar, gute Idee! Morphle, verwandle dich in eine Slushy-Maschine! Ist ein Delicioso. Ich werde es in meine Menü aufnehmen. Ja! Das sieht toll aus, Mila und Morphle. Danke, Papa. Schade, dass unsere Verwandten es dieses Jahr nicht schaffen. Ja. Ich habe mich schon auf ein großes Familienessen gefreut. Und Sporky hat sich gefreut, es zu kochen. Morphle mag Rosenkohl zum Abendessen. Mmh, yummy. Oh nein, ich habe den Rosenkohl vergessen. Keine Sorge, Papa, den können wir noch besorgen. Morphle, verwandle dich in ein Rennauto. Geht nicht. Deine Reifen funktionieren nicht auf dem Schnee. Morph, in einen Schlitten. Da, April hat ein Problem. Hi,
Hallo, Mila und Morphle. Könnt ihr uns vielleicht abschleppen? Klar, Morphle, verwandle dich in einen Abschleppwagen. Sorry, die Werkstatt hat gerade geschlossen. Aber morgen können wir es gerne reparieren. Danke, Joe. Aber wie kommen wir jetzt heim? Wir können euch mitnehmen. Klasse! Ich habe Hunger, Papa. Wollt ihr zum Weihnachtsessen zu uns nach Hause kommen? Morphle, verwandle dich in einen großen Schlitten. Fröhliche Weihnachten! Gar nicht fröhlich. Niemand möchte ein Eis essen im Winter. Und der Flug meiner Mutter aus Italien wurde wegen des Schnees gestrichen. Oh! Möchtest du gern zum Weihnachtsessen zu uns kommen? Ah, ja, toll! Danke! Ich bringe auch Eiscreme für alle mit. Eiscreme! Wir haben ein paar Freunde zum Essen eingeladen. Ist das okay, Papa? Aber Mila, wir haben doch gar nicht genug zu essen da. Wir schon! Oh, warte! Es gibt nicht genug Platz am Esstisch. Ich habe eine Idee, wie wir mehr Platz haben können. Morphle, verwandle dich in einen Schneepflug. Der Preis fürs beste Weihnachtsessen geht an alle hier. Ja! Das ist super. Danke, Weihnachtsmann. Wir haben dieses Jahr auch keine Weihnachtsgeschenke gekriegt. Nein. Hallo da. Mein Weihnachtsgeschenk war ein neuer Roboter. Also ich brauche dieses nicht mehr. Ist Weihnachten nicht toll? Ein Roboter. Und ich weiß genau, was man damit tut. Es funktioniert. Roboter-Weihnachtsmann, bring uns alle Geschenke, die du finden kannst. Ja. Ich werde euch alle Geschenke bringen. Roar, wusch, woo. Ihr werdet mich nie fangen. Woo, wusch. Doch werden wir. Wee. Oh, der Weihnachtsmann. Ich werde eure Geschenke nehmen. Oh nein. Gib sie zurück. Wusch, wusch. Oh, Weihnachtsmann. Ich werde eure Geschenke nehmen. Oh, ah. Ah.
Warum würde der Weihnachtsmann das tun? Folgen wir ihm. Verwandle dich in ein Rentier. Haltet ihn auf, Mila und Morphle. Weihnachtsmann? Die Müllhalde? Ich glaube, ich weiß, was hier los ist. Er ist zurück, Stein. Guck mal, Jan, wir haben Weihnachtsgeschenke. Ja, Stein. Das sind nicht eure Geschenke, Banditen. Oh, es sind Mila und Morphle. Oh nein, renn, Jan. Komm, wir geben allen ihre Geschenke zurück. Ja. Hallo, Mila und Morphle. Hallo, Polizist Freeze. Wir haben Ihnen ein extra Geschenk mitgebracht. Oh nein. Das ist ein tolles Geschenk. Danke, Mila und Morphle. Ja. Danke, Jollyfant. Mehr Eiscreme. In einen Bulldozer, damit wir all das Eis hier beseitigen können. Morphle kann nicht. Morphle zu voll. Der Jollyfant macht zu viel Eis. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Ja, und es ist nicht gesund für Morphle. Wir sollten losgehen und einen menschlichen Begleiter für den Jollyfant finden. Okay, Jollyfant, zeig Giraldo, was du kannst. Na, was sagst du? Möchtest du der Begleiter des Jollyfant sein? Nein, 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 nein! Das ist es so leicht! Giraldo Gelato ist nicht irgendeine Eisfabrik! Ich bin ein Künstler! Guckt mal, da drüben ist ein Feuer. Aber Feuerwehrmann Körben geht das Wasser aus. Und Morphle kann sich immer noch nicht verwandeln, weil er zu viel Eis gegessen hat. Jollyfant, benutzt dein Eis, um das Feuer zu löschen. Kann Feuerwehrmann Kirben der neue Begleiter von Jollyfant werden? Das war super! Du bist ein echter Held! Ein Held? Das wird Tage dauern, dieses Chaos zu beseitigen!
Oh, ich glaube, Herr Wendebus hat recht. Es tut mir leid, dass wir keinen passenden menschlichen Begleiter für dich finden konnten. Aber keine Sorge, du wirst immer ein Zuhause hier im magischen Tierladen haben. Hallo? Hallo? Ja, hallo! Ich suche nach einem magischen Haustier, das die Kinder im Kinderkrankenhaus aufheitern kann. Unser Team? Ja! Wir kommen total gerne in euer Team. Toll! Affe will auch Team sein. Ja! Ja! Yay! Team. Gutes Spiel. Wir sind dran. Team Affe. Los, wir spielen. Tschüss, Team Affe! Zu viele Affe? Nee!
nicht gut. Willst du in unser Team? Magisches Haustier-Team. Je mehr, desto besser. Yay! Es ist ganz schön heiß heute. Ja. Morphel will Eiscreme. Das ist eine tolle Idee, Morphel. Warum holst du uns nicht Eiscreme vom Eisverkäufer dort drüben? Vergiss nicht, mir auch eins mitzubringen. Okay, Papa. Der Eisverkäufer fährt schon weg. Oh nein. Los, ihm hinterher. Morphel, verwandle dich in einen Eiscreme-Rennwagen. Hallo Kinder, wollt ihr Eiscreme kaufen? Ja, bitte. Mach che bello. Ich habe Schokolade-Eiscreme, Vanilla, Erdbeere, Jalapeno, Beton, rohe Zwiebel, Mayonnaise. Ich nehme Vanille. Schokolade. Und rohe Zwiebel für Papa. Das mag er bestimmt. Ja. Wirklich? Das ist das erste Mal, dass ich diese Sorte verkaufe. Danke vielmals. Lass uns schnell zurück zu Papa, bevor seine Eiscreme schmilzt. Ihnen nach, Morphel. Ja, wir haben sie abgehängt, ja. Oh. Oh nein, habt ihr nicht. Ich könnte jetzt aber wirklich mein Eis gebrauchen. Wir sind zurück, Papa. Toll. Eiscreme geschmolzen. Oh nein. Ich hatte solche Lust auf Eis. Oh, oh nein. Wir holen neue. Wir sind gleich zurück, Papa. Hey, ciao. Wieder zurück? Noch eine rohe Zwiebel-Eiscreme, bitte. Wow. Das ist das zweite Mal, dass ich rohe Zwiebel-Eiscreme verkaufe. Zurück zu Papa, Morphel. Schnell. Ja. Heute ist der beste Tag meines Lebens. Dieses Eis gehört nun uns. Ja, es gehört uns. Ist das mein Eis hier? Verzeihung, wir wollten wirklich... Gib es wieder. Danke, Mila und Morphel. Das Eis ist gar nicht geschmolzen. Hohe Zwiebelgeschmack? Ach, der Zoo macht echt Spaß. Aber ich brauche eine kurze Pause. Warum spielt ihr nicht ein bisschen mit dem Ball?
Ich bin ausgeruht. Machen wir weiter. Okay, Papa. Warum rennt ihr frei im Zoo herum? Tiere, kommt zurück! Die Stadt ist nicht sicher! Was ist los, Zoowärter Kenneth? Vier Tiere sind beim Ballspielen in die Stadt gerannt. Upsi! Keine Sorge, wir werden die Tiere zurückbringen. Morphle, verwandle dich in ein Rennauto. Ich wusste nicht, dass es eine Parade gibt. Hört auf, Tiere! Tiere, hör nicht auf! Sie glauben, dass es ein Spiel ist, aber sie hören bestimmt auf, wenn wir ihnen den Ball wegnehmen. Morphle hat Ball! Fast! Was ist hier los? Tut uns leid, Herr Wanderbus. Mila und Morphle, hätte ich mir denken können. Das ist unsere Chance. Verwandle dich in eine Rakete. Ihr müsst aufhören zu spielen, Tiere. Ihr könnt nicht einfach überall spielen. Aber ihr könnt an einem sicheren Ort Ball spielen. Oh, da seid ihr ja. Habt ihr die Tiere aufgehalten? Wir konnten sie nicht vom Ballspielen abhalten, aber wir haben sie in Sicherheit gebracht. Das ist toll. Danke, Mila und Morphle. Alles fertig. Klasse. Danke für die Hilfe beim Dekorieren der Fiesta. Mila, Morphle und Chroma. Chromas magische Kraft, Dinge zu färben, hat die Sache wirklich beschleunigt. Ich habe mexikanische Alebrije-Geschenke für euch. Ah, Alebrije? Alebrije sind mehrfarbige magische Kreaturen. Ein bisschen so wie Chroma. Ich liebe es. Vielen Dank, Felipe. Danke dir. Die Gäste werden gleich da sein. Ich kann's kaum erwarten. Die Eselfiesta ist mein liebstes Fest von allen. Thank you.
Morphle, mach schnell! Morph in einen Käfig, um Chroma zu stoppen. Ist schon gut, Chroma. Ich weiß, dass du nur Spaß haben willst. Aber du hast schon fast alle Farben vom Bauernhof entfernt. Und das Fest fängt doch bald an. Du musst jetzt alle Farben schnell wieder zurücktun. Keine Sorge, Morphle kann helfen. Morphle, verwandle dich in einen magischen Pinsel. Ich muss weiter Felipe helfen. Bitte beeilt euch, die Fiesta fängt gleich an. Mit den ganzen Farben gemacht. Tut mir leid, Felipe. Ich glaube, alle Farben sind vermischt. Ich liebe es. Sie sehen fantastisch aus, genau wie alle Briches. Herzlich willkommen allerseits zu der Esel-Fiesta. Wow, beeindruckende Dekoration. Oh, aha, klasse! Und der Preis für die farbenfrohste Farm geht an Felipe! Das hätte ich nicht geschafft ohne Mila, Morphle und Chroma! Nur noch einmal schlafen, Morphle. Und dann ist Weihnachten! Was ist, wenn wir ein großes Geschenk kriegen? Das sehen wir morgen früh. Und je schneller wir schlafen, desto schneller ist es morgen. Yay! Morphle schläft! Und noch eine tolle Kohleüberraschung für den Haufen. Ich glaube, wir haben genug, Jorn. Ja, dieses Jahr bekommt jeder Kohle statt Geschenke. Ich bin der Weihnachtsmann. So wie jedes Jahr verteilen wir sie. Sehen, wer bekommt eins meiner Geschenke? Weihnachtsmann, mein Freund! Sieht aus, als wärst du dieses Jahr schon fertig. Bin ich? Na, alle haben schon ihre Geschenke. Guck mal. Aber die hab ich nicht verteilt. Sieht aus, als hättest du geheime Helfer. Freu dich über die freie Nacht. Na gut, ich könnte die freie Zeit gut gebrauchen. Es gibt ein paar Weihnachtsfilme, die ich noch gucken muss. Super, wir wollen dich nicht aufhalten. Tschüss, Weihnachtsmann. Tschüss. Wir sind so schlau. Der Weihnachtsmann ist weg und jetzt werden alle mit Kohle in ihren Geschenken aufwachen. Kohle? Wir müssen schnell den Weihnachtsmann finden. Los, Morphle. Verwandle dich in einen Schlitten, Morphle.
nicht weit sein. Los geht's. Hier kommt der Weihnachtsmann. Hier kommt der Weihnachtsmann. Weihnachtsmann, warte. Weihnachtsmann, die Banditen haben dich ausgetrickst. Ausgetrickst? Was meinst du? Die Banditen haben diese Geschenke verteilt, aber es ist nur Kohle drin. Das ist ja schrecklich. Aber es ist fast Morgen und keins der Kinder hat ein Geschenk vom Weihnachtsmann. Wir können helfen, oder, Muffel? Ja! Ich bin froh, dass wir es geschafft haben. Ohne euch beide wäre das nie möglich gewesen. Aber was machen wir mit diesem Haufen Kohle? Oh, ich glaube, ich habe dafür eine Idee. Guck mal, Stein. Der Weihnachtsmann hat uns Geschenke gebracht. Wirklich? Kohle? Oh je. Hier ist Kohle drin. Und hier auch. Und hier. Und da. Steckt zwischen zwei Bäumen fest. Muffel, verwandle dich in einen Roboter. TV. Das ist der Giant Ophelus. Er ist das größte magische Haustier, das wir haben. Ich habe keine Zeit, mit ihm Gassi zu gehen. Könntet ihr beide mir helfen, Mila und Morphe? Natürlich, Papa. Er ist so stark.
Morphle, verwandle dich in einen Roboter. Kommt, wir gehen in den Park. Dich in einen Riesenroboter, damit du mit dem Giantophilus Fangen spielen kannst. Okay, wir sind dran. Wir kommen dich holen, Giantophilus. Seid ihr ja. Ist alles gut gegangen? Ja, Papa. Es lief super. Es gibt viele verschiedene Grundformen. Zum Beispiel gibt es Quadrate, Kreise, Dreiecke, Rechtecke, Ovale, Sterne und Herzformen. Mit meiner neuesten Erfindung verwandle ich diese Formen in echte Objekte. Baseball! Wow, das ist so cool! Wenn man verschiedene Formen kombiniert, kann man viele neue Formen kreieren. So. Als nächstes machen wir ein Motorrad. Morphle, verwandle dich in einen Kran, damit wir die Formen zusammensetzen können. Reagenzglas. Ich hol ihn zurück. Keine Sorge. Oh oh, ich hoffe, Professor Rashid stoppt den Reifen bald. Morphle, was machst du da? Morphle, macht uns ein echtes Tier. Ein Fantasietier? Das ist eine tolle Idee. Thank you.
gute Idee, Morphe. Verwandle dich in einen Kipplaster, damit wir die Formen mitnehmen können. Joe, was ist passiert? Hi, Mila und Morphel. Ein seltsames Tier hat einen meiner Reifen mitgenommen. Oh. Morphel, erinnerst du dich, welche Form Professor Rashid in einen Reifen verwendet hat? Kreis? Ja. Setz den Kreis dahin, wo der Reifen sein muss. Wow. Danke, Mila und Morphel. Ich habe hier gewartet auf jemanden mit einer herzförmigen Schachtel mit Schokolade. Und ganz plötzlich ist sie verschwunden. Gute Idee, Morphe. Oh, ich danke euch sehr. Oh, da kommt sie. Eine seltsame Kreatur hat unsere Surfbretter gestohlen. Und jetzt können wir nicht mehr surfen. Morphe, mach den Surfboard! Ja! Welche Form könntest du in ein Surfboard verwandeln? Du bist sehr gründlich.
wirklich Polizeibeamter Frost? Das muss ich sein. Zwei Polizeikommissare werden vorbeikommen, um zu sehen, ob ich meine Arbeit gut mache. Alles muss perfekt sein. Na, dann halten wir dich nicht weiter auf. Viel Glück. Tschüss. Dankeschön. Warum trägst du nicht deinen offiziellen Putzhut? Kein Putzhut. Putzhut? Entschuldigung. Sie müssen die Kommissare sein. Willkommen. Ein guter Polizist muss alle Gesetze kennen. Ja, ich glaube, das tue ich, Sir. Das werden wir mal sehen. Oh, eine rote Ampel. Warum singen Sie nicht? Singen? Ein Polizist sollte bei einer roten Ampel singen. Schauen Sie mich an, der glückliche Polizist. Zu spät. Noch ein Gesetz, das ich nicht kannte. Kein Essen beim Dienst. So viele Strafzettel. Leider müssen wir sie ins Gefängnis bringen. Warum haben sie ihn verhaftet? Verwandle dich in ein Rennauto. Hey, Mila und Morphe. Was ist mit dir passiert? Es hat sich herausgestellt, dass ich die Hälfte der Gesetze nicht kenne. Ich eigne mich nicht als Polizist. Das kann doch nicht richtig sein. Wir müssen der Sache auf den Grund gehen, Morphe. Hüte im Park. Verwandle dich in einen Busch. Keine Picknicks mit Decke oder bei einem Baum oder mit einem Korb. Jetzt, wo Peter Frost weg ist, können wir alles tun, Jorn. Ja, Stein. Banditen. Die haben sich vielleicht diese komischen Gesetze ausgedacht. Aber das können wir auch. Ups. Entschuldigung, es wird dir leid tun, wenn ich mein... Nein, nicht das. Oh nein, oh nein, nein, nicht das hier. Hier ist es. Wenn jemand in einen Kommissar reinläuft, sollte der Kommissar weiterlaufen. Okay. Na los, Jorn. Sie müssen Ihre Tasche mit der Beute an der Tür der Polizeiwache lassen und reingehen. Jetzt müssen Sie Ihre falschen Schnurrbärte abnehmen und rufen, wir sind Banditen. Warte mal, das macht gar keinen Sinn. Es macht Sinn für mich. Ihr seid verhaftet. समुद्र किनारे पर बालू का महल बनाने का मुकाबला शुरू होने वाला है जो होगा बच्चों और उनके पेरेंट्स के बीच अपने अपने महल बनाना शुरू कीजिए
Ami! महल बन चुके हैं। अब अपने अपने पानी के गुब्बारे निकाल लीजिए। बहुत ही बढ़िया महल बना है, देखना हम ही जीतेंगे। बच्चे हमारे सामने कुछ भी नहीं। बात है, इस मुकाबले के विजेता हैं बच्चे। बहुत बहुत बधाई, तुम सच में इस इनाम के हकदार हो। चलो हम कुछ देर और महल में खेलते हैं। क्या मैं इनाम को पकड़ सकती हूँ मॉर्फल? देखो पायरेट फिल, ये तो खजाना है। तो हम पायरेट्स हैं पायरेट्स फिल, और पायरेट्स को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? बिल्कुल ठीक, खजाना और क्या। पर उनके पास बड़ा सा रेत का महल भी है पायरेट मोर। हाँ, पर हमारे पास पानी के गुब्बारों की तोप है। छोड़ेंगे नहीं दोस्तों। हमारे सारे गुब्बारे खत्म हो गए हैं, पर हम इनमें तो पानी भर सकते हैं। हाँ, या इसमें।
Hamara Hua Samjo. फिल, जल्दी से पानी की तोप का निशाना लगाओ। Dich in einen Kippmaster, Morphe. Was ist dieses Geräusch? Oh nein! Oh nein! Fang sie auf, Morphe. Dieses Ding hergekommen. Oh nein! Passt alle auf! Mama Mia! Oh nein! Affe! Ja, hören Sie auf, mir zu folgen, Herr Ball. Guck mal, Morphe, er braucht unsere Hilfe. Gut gemacht, Morphe. Oh, danke schön. Ich konnte ihn nicht loswerden. Oh, oh, nein, nicht schon wieder. Fang ihn, Morphe. Guter Junge, Morphel. Aber es ist ein zu spät. Die Bälle haben alle meine Kunden verjagt. Komm, wir räumen hier auf, Morphel. Aber habt ihr irgendeine Ahnung, wo die Bälle herkommen? Noch nicht, aber wir werden es rausfinden. Sie kommen aus dieser Richtung. Komm, wir folgen ihnen weiter. Kein Golf? Na, beim Golf geht es nicht nur darum, den Ball möglichst doll zu schlagen. Nicht? Nein, man muss auch zielen. Kommt, wir üben das stattdessen. Okay. Okay, wir sind bereit. Guter Schlag!
bisschen weicher. Nächste Runde.